Once again, back is the incredible. Willst du was sagen? Ja, dope. Feier ich. Mag ich. Ich hab mir. Habe ich auch in der Playlist einige Songs. Ja, Kolja ist auch für mich halt so einer, der raussticht wie Plätzchenformen. Ja. Ich mag einfach generell Rapper und Künstler, die nicht nach Einheitsbrei und Schema F klingen. Das ist für mich schon so auf jeden Fall viel wert. Und wenn dann dazu noch kommt, dass sie halt unglaublich dope rappen und genauso halt diese ganzen Kriterien bedienen, also Reime, Flows, Power. Gut? Also Kolja. Jetzt mal so. Findest du, er ist ein technisch guter Rapper? 100%. Finde ich auch. Und weil mein Freund, der Mario Müller, mit dem habe ich da richtig gestritten. The Fortune. Ich so, Bro, das ist überkrass und sonst was. Und er hat dann gesagt, ah, Digga, das ist nicht so. Aber jetzt ohne so, weißt du? Ja. Er fand das nicht so krass. Ne? Er hat gesagt, ist gut, er ist on point, ja, aber er ist wie krass, kann man Vibe. Aber er sagt, es ist technisch nicht krass. Und ich habe ihn, ich weiß nicht, welchen Song, Alexander der Große oder so, habe ich ihm gezeigt. Du kannst jedem Song zeigen, der ist krass, Alter. Zeig ihm, Alter, wenn der nach so einem Ding wie Fire in the Booth oder so, wenn er danach sagt, der Kolja ist technisch nicht krass. Digga, Endlevel. Ich fand's auch gut. Ich fand's auch sehr, sehr gut. Ich habe mir letztens von Charo und Kolja diese Vlogs reingezogen. Das Interview, wo die haben ja schon mehr was sich getroffen. Ja, ja, Mann, das ist auch, ey, das ist für mich besser als jede Netflix-Serie, ohne Spaß, Alter. Bitte zieht das durch, Alter, ich will mir das die ganze Zeit geben, Alter, ohne Spaß in Italien. Ich habe ja auch einen Hang zu Italien, Alter, ich keine Ahnung, fahr seit ich denken kann, jedes Jahr nach Italien. Und also, das ist wirklich hier, oh, pasta, brenti, pasti. Una porzione cozze con pomodori per dopo. Der Bruder ist jünger als wir. Gnocchi con ragù. Muss man überlegen, Alter. Ja, ist doch krass. Also das ist pure Unterhaltung, muss ich wirklich sagen, die pure Unterhaltung, Alter. Ja. Und ich finde es auch geil, dass er so schnell isst wie ich. Weil ich bin auch so einer, mir sagen auch immer, weil Charo sagt ihm irgendwann beim Essen, ey, warum isst du so schnell und so. Er sagt, ich esse immer schnell. Ich bin auch so, jedes Mal, wenn ich mit Leuten esse, die sagen mir, warum isst du so schnell? Ich sage, ja, Digga, ich esse halt einfach so. Genieß das doch mal. Digga, ich genieße halt so. Ich schaufel auch immer rein, Digga. Ich bin bei Pizza, ich habe meine Pizza fertig, da machen die anderen gerade ihr drittes Stück ab. Aber ich glaube, es ist bei ihm wahrscheinlich auch aus anderen Gründen. Weil bei meinen Kollegen, der, ein guter Freund von mir, der war sehr lange im Gefängnis. Ich glaube, fast 8 Jahre. Digga, der ist so. So, ist geil? Ist geil, Alter, ist geil. Ja, kann aber so, weißt du, ich meine, so kommt mir so vor, weißt du, vielleicht so ein Knastschaden, ja, ich weiß es nicht. Kann schon sein, aber ich war noch nie in Habs und habe den Schaden auch. Aha. Vielleicht war ich ja schon mal im Knast, hab mir nur die Erinnerung weggezogen. So, Kolja und Mosik. Von Mosik, habe ich schon mal auf Mosik reacted? Ich glaube nicht, ja. Oder? Wir beide? Bunny, Bunny, du bist leid, wir sind Bunny, Bunny. Es ist doch Mosik, der Albaner von Loredana, der Ex. Ja, ja, der ist es, aber haben wir da drauf reacted? Nee, wir nicht, aber du hast doch, safe habe ich schon mal eine Reaction gesehen, wo du das drauf reacted hast. Uff, guck mal. Das ist auch immer geil, guck mal, selbst wenn das jetzt kein Kolja Goldstein Song wäre, ne, und natürlich kann ich das jetzt leicht sagen, weil ich weiß, es ist ein Song, wenn ich jetzt in einem Quiz wäre und es wird jetzt losgehen und jemand fragt mich, welcher Rapper passt auf dieses Sample, dann wäre bestimmt, wenn ich 3 Rapper nennen würde, Kolja Goldstein dabei, weil du hörst direkt am Sample, es passt, ist direkt der Vibe. Achis in Polen, Wagen gestohlen, jetzt kommt irgendwie so rein. 8 Liter Goba! Ich bin ständig unterwegs, komm im Bentley oder Rake. Bei ihm mag ich sogar, Alter, jetzt habe ich schon wieder die Hook vergessen. Ich hatte letztens noch diese eine Hook, meine Fam ist reich oder so heißt es. Ist auch voll gang und gäbe, dass jetzt neuerdings die Lyrics da unten stehen, ne? Ich bin ständig unterwegs, komm im Bentley oder Rake. Was ist denn Wraith? In meinem Windbreaker. Ah! Jagam 2000. Die Maske bis Augen, ganze Nacht wacht ich Barton. Und guck mal, Digga. Muss man gleich mal für den Einstieg nur alleine ein ja, das ist einfach dieser. Oder wollen wir einen geben? Ein 100% Einstieg, allein die Power, wie er reinkommt und dann halt noch einfach diese. Männlich, Digga. Ja, scheiß mal auf männlich, Digga. Das könnte von mir auch. Das könnte auch möwig sein. Es ist mir egal, was es ist, aber. Es kann. In meinem Windbreaker. Die Agram 2000, trag die Maske bis Augen. Ganze Nacht warte ich. Draußen. Aber Bauten, was ist das? Und dann mach ich meinen Job.
schaff dich zu Gott. 45 wirst du. Warte mal. Ganze Nacht wach dich Balten. Und dann mach ich mein Job. Schaff es zu Gott. 45 wirst du Special Brother, Platz in der Kopf. Ey, Digga, gib mal bitte Punkte. Gib mal auch zwei. Nachts an einem Vlog. Ich schaff dich zu Gott. Da, Mann, da. Platz in der Kopf. Mach ich mein Job. Schaff dich zu Gott! 45 wirst du Special Brother! Da Platz in der Kopf! Hab die Hände getaped, sitz im Bentley getaped. So viel Menschen gefickt, du bist endlich erledigt. Okay, das ist so dope. Auch guck mal, er macht hier so viel Menschen gefickt, du bist endlich erledigt. Er haut eine Silbe dran, aber ist trotzdem. Also, genau sowas mag ich einfach. Und ich krieg bei sowas auch immer so Feelings so. Ich muss ja auch immer dazu erwähnen, so, ich bin ja so manchmal so moralkeulenschwingende Typ, Alter, der immer dann sagen muss, oh, so thematisch gesehen und so, ne? Aber das ist für mich eigentlich genau die Kunst von Rap, dass dich jemand mit in seinen Film mitnimmt, in dem du eigentlich gar nicht wie bist. Wie Film schauen. Ja, also für mich ist das so, ich bin kein krimineller Typ. Das Kriminellste, was ich halt gemacht habe, war hier mal ein bisschen Haschisch vercheckt oder da gekifft und da mal eingebrochen, geklaut. Aber ich war nie jetzt so einer, so sonst was, ne? Das, was er da beschreibt, ne? Aber ich fühle mich wie, als würde ich so Deep Plug hören oder so Army Gangster, so Chic Looch, Alter, oder Styles PJ, der Kiss, Alter. Die rappen auch da die asozialsten Sachen, Digga. Und ich sitze hier und ich fühle das einfach so, weil dieser Sound einfach mich so mitnimmt, Digga. Hände getaped, sitz im Bentley getaped. So viel Menschen gefickt. Du bist endlich erledigt. Nur geschäftliche Fragen, keine technischen Daten. Das ist die Technik. Geschäftliche Fragen, keine technischen Daten. Das ist, also wenn man da sagt, der kann technisch nichts, dann checkt man es einfach nicht. Also, ja, meine Wahrnehmung. Zeit für den restlichen Wahnsinn, man lässt mich nicht warten. Scheiß auf Kaliber, braucht eine hohe Kadenz. Ihr wart ein Jahr lang Dealer, danach bloß ein Patient. Guck mal. Scheiß auf Kaliber. Kaliber braucht eine hohe Kadenz. Scheiß auf Kaliber braucht eine hohe Kadenz. 11 Silben. Ihr wart ein Jahr lang Dealer, dann. Ihr wart ein Jahr lang Dealer, danach bloß ein Patient. Scheiß auf Kaliber braucht eine hohe Kadenz. Ihr wart ein Jahr lang Dealer, danach bloß ein Patient. Das ist einfach so, Punkt bitte. Punkte, das ist für mich zu wenig fast schon. Auch allein, das ist, manchmal ist es auch so, selbst wenn das jetzt technisch nicht so meinen. Der Vibe. Meinst du? Ja, wenn mir das nicht so gefallen würde und auch wenn er über was anderes rappen würde, ich mag einfach dieses, ich vergleiche das immer wie so ein Rodeo-Bulle, den du die Tür aufmachst, Dicker, und der einfach durchdreht. Ja. Da kommt einer rein, bam, tritt die Tür auf, hier bin ich, Vollgas, Dicker, da wird nicht lang gelabert halt. Kaliber braucht eine hohe Kadenz, hier war ein Jahr lang Dealer, danach bloß ein Patient. Was für eine Schaffe, was für ein paar Jahre, bald bin ich frei und dann schlachten wir Schafe. Was denn? Was für ein paar Jahre, bald bin ich frei und dann schlachten wir Schafe. Dann schlachten wir Schafe? Der wird ja gesucht irgendwie, ne? Und deswegen ja, ja. Ist er irgendwie in der, ich weiß nicht, was wir da alles sagen, aber der geht ja da sehr offen mit um. Jetzt ist er ja irgendwie in der. Das war so, ja, der war irgendwo, wo war das nochmal? Da war er irgendwo in Dubai oder so und schon mit Charo am Meer oder so. Oder wo war das? Ich weiß nicht. Man hat gesagt, ey, wenn da drüben. Ne, was war in der Türkei, genau. Da drüben ist Griechenland. Mit Speedboot 20 Minuten. Wenn wir da rüberfahren, greift der Haftbefehl. Lassi, ja, also, in diesen übergeilen Loft da, wo er war. Mit Speedboot 20 Minuten. Ey, ich höre dir. Bei Jahre, bald bin ich frei und dann schaffen wir es. Guck mal auf so eine Hook jetzt, ne? Clay oder Wraith. Aber was ist Wraith? So eine Hook, das ist ja auch eigentlich überhaupt nicht mein Film, aber das passt halt so, wenn da zwischendrin halt und, Rap. Und deswegen ist es so geil, dass er so voll diese softe Hook hat und dann aber so bosshaft. Naja, das ist, was ist Ray? Gespenst? Ach, Ghost oder, ach, Rolls Royce, ah, okay. Weiß ich natürlich, habe ich zwei vor der Einfahrt. Ich hab Heimweh. Warte, ganz kurz, bevor ihr Mozik kommt, wir müssen noch einmal hier kurz uns einen erfrischenden Drink gönnen von meinem Partner Holy Energy. Das ist der leckere Hydration Drink. Strawberry Kiwi, da ist Elektrolyte drin, Mineralien und Elektrolyt. Habe ich das schon mal gesagt? Kokoswasser, Elektrolyt, Mineralien? 100% vegan. 100% vegan, so gut wie kein Zucker. Es gibt auch Eistees und Energies davon. Zweiter Link in der Videobeschreibung. Rein da und die ganze Familie mit eindecken. Kilos drücken damit. Ach, das ist mein Business. Ich schlepp Holy über die Grenzen. Ah, die Hook geht weiter. Wenn ich nicht, ey. Also ich habe lang keinen mehr gehört, der mich so mit auf seinen Filmen nimmt, sag ich dir ganz ehrlich. Jetzt nicht mehr singen, jetzt reicht's mit dem Singen langsam. Ich erzähl dich, was heißt IMG. Albaner macht Geld, oder wie?
nicer Flow, Stimme kommt mir ein bisschen gedrückt vor, auch von der Mische klingt es voll anders. Was sagt er? Ich erzähl dich, was heißt IMG. Albaner macht Geld, oder wie? Das ist doch aber Albaner macht Geld. Was heißt AMG? Albaner macht Geld. Was ist ein G, glaube ich, will er sagen. Nein, nein, hier unten steht doch Lyric, Bro. Ja, aber guck mal hier. Albaner macht Geld, oder wie? Oder wir. Ja, das ist irgendwie... Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das ist ja komisch, weil sie haben ja die Lyrics da unten. Aber du fragst dich, was heißt AMG? Ist eigentlich auch geil, die Pause. Was heißt AMG? Ich sag's dir, Albaner macht Geld. Wie? Nee, geil, Albaner macht Geld, oder wie? Yeah. Bin allein, ich will, ich brauch keine Rücke. Und wenn du Gangster... Okay, er nimmt's auf jeden Fall mit der deutschen Grammatik nicht so ernst. Aber ja, das ist auch im Rap ja... Er rappt ja auf Albanisch sonst ursprünglich. Echt? Ja, Dicker, ich hab noch nicht so voll der Über-Superstar in Albanien. Dicker, echt? Richtig big. Der macht... Also sorry, Mosik, alle, ich kenne noch nicht so viel von ihm. Der kann erst seit 2-3 Jahren Deutsch, Real Talk? Ja, dafür ist es ja krass. Ja, okay, dafür ist es krass. Deswegen. Er redet eigentlich auch krass. Er redet eigentlich... Okay, krass. Ja, dann ist es ja wohl... Bin allein, ich will, ich brauch keine Rücke. Und wenn du Gangster bist, ich hoffe, du hast ein Glück. Ich hoffe, du hast ein Glück. Okay, er bringt jetzt wirklich die Worte auseinander. Er redet halt so wie jemand, der deutsche Sprache halt noch nicht so unterbringt. Ja. Wie dein Vater. Nein, ich will, ich kriegst du ihr Vatergefühl oder was? Nein. Ja, ja. Keine Rücke. Und wenn du Sohngefühl in dem Fall. Gangster bist, ich hoffe, du hast ein Glück. Coca Bossi, Dita Bole, Nasch, Kujetan, Interpol, Jury, Leumat, Junditore, Media, Wispermut, Ufolen, Cook. Flow böse, ansonsten, ich kann halt mit der Sprache, das ist jetzt nicht ganz so mein Film, aber der Flow ist böse. Ja, der Flow ist böse. Ja, warte, da, das ist schon gut gespittet, alle. Ich und Koja fett, Business. Business mit Frauen. Unterwegs, Jimmy Bentley oder Wraith. Ich hab ein Bill. Für die Hook. Bro, eigentlich müssen wir für die Hook nochmal mit dem Wissen und der Knowledge über Kolja, eigentlich müssen wir da schon nochmal einen Punkt geben. Haben wir schon einen Punkt für die Hook gegeben? Ich glaube nicht. Das sind alle Punkte bis jetzt. Das sind erst alle Punkte. Das kann ja überhaupt nicht sein, da musst du locker nochmal zwei drauf haben. Das kommt, also der Part von Kolja, sag ich dir, ist für mich Endstufe wieder gewesen. Die Hook ist von Six Days War. Ah, ich sag dir, was heißt AMG? Albaner macht Geld. Hab ich doch gesagt, das habe ich 5-mal gesagt, oder? Ja? AMG, Albaner macht Geld, ach, oder wie? Jetzt hab ich doch. Ey. Ja, ich bin dumm wie. Jetzt hab ich doch wirklich 6-mal. Achso. Krass, das ist echt. Bentley unterwegs! Chill im Bentley oder Raid! Ich steh Heimweh! Okay, aufgeklärt. Ja, was soll ich dazu sagen? Bin ich nicht der größte Fan von. Dann nehmen wir mal einen Punkt weg. Nein, nimm keinen Punkt weg, weil das ist ja gang und gäbe mittlerweile, die Game Deutschrap. Aber er hat so super gemacht, Digi. Ja, ich glaube, ich bin da auch ein bisschen doppelmoralisch. Wenn es jetzt ein Künstler wäre, den ich nicht mögen würde und den ich nicht feiern würde, würde ich hier wahrscheinlich mehr haten und so, aber in dem Fall stört es mich halt einfach auch nicht, Digga. Und das ist, wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist doppelmoralisch, dann kann ich euch womöglich gar nicht groß widersprechen. Oder ganz wenn ich reingehe! Free Palästina, Alter. Warum Beat? Er bricht doch eine Lanze, ne? 7. Bisschen wenig hätte ich. 7, ich hätte allein bewertet, hätte ich 100, glaube ich, echt mehr gegeben. Ja.